Ich würde gerne einmal damit anfangen, Herr Wilker, wie sind Sie aufs Thema gestoßen? Sie arbeiten jetzt seit vielen Jahren zum Thema Verfolgung der Zeugen und Zeuginnen Jehovas. Wie sind Sie, was war der Impuls, um sich damit zu beschäftigen? Also wie der Titel des Buches zeigt, sind die Judenhelfer, also die Zeugen Jehovas, die Juden geholfen haben, waren bisher nicht bekannt. Also insgesamt gesehen, so Einzelfälle natürlich schon. Und auch mir waren sie nicht bekannt. Obwohl ich ja ein Buch geschrieben habe über einen Juden, der im KZ Zeugen Jehovas kennenlernt und einer wurde, Alex Epstein. Aber auch das hat mich nicht auf die Idee gebracht. Da war ich irgendwie, muss ich auf der Leitung gestanden sein. Erst im NS-Dokuzentrum, als ich diese Ausstellung vorbereitet habe, kam die Frage auf, da war der Ausstellungskatalog schon gedruckt, da kam die Frage auf, wie standen die Zeugen Jehovas überhaupt zu den Juden? Gab es da auch Antisemitismus? Und ich war mir natürlich sicher, Zeugen Jehovas, Antisemitismus, das passt überhaupt nicht zusammen, aber ich konnte es nicht gleich beantworten, konnte es nicht gleich belegen. Also habe ich gesagt, ich sage Ihnen gleich, Antisemitismus passt nicht zu Zeugen Jehovas, aber ich muss etwas nachforschen. Und dann habe ich im NS-Dokuzentrum der Leiterin, die da die Nachfolgerin war von Herrn Professor Merdinger, das also detailliert geschildert. Und das war auch ein bisschen Arbeit. Und damit die Arbeit nicht nur einmal genutzt wird, habe ich sie dann mit aufgenommen in das Buch, was ich erwähnt habe über Alex Epstein. Im Anhang 3 Seiten. Aber wenn man erstmal anfängt und sieht, das ist so ein interessantes Thema, so ein bedeutendes Thema, dann habe ich weiter geforscht. Und das Ergebnis ist jetzt dieses Buch, was letztes Jahr 2022 erstmals im Jüdischen Museum München vorgestellt wurde. Und warum glauben Sie, ist das Thema so wenig erforscht? Weil das, was uns eigentlich viel begegnet, ist, dass Menschen sagen, müssen wir immer noch über den Nationalsozialismus reden. Darüber haben wir schon so viel geredet und darüber wissen wir doch jetzt alles. Und warum überhaupt da noch weitere Forschung? Offenkundig ja nicht. Also es ist wirklich interessant, ja. Man muss jetzt sagen, die Opfergruppe der Zeugen Jehovas ist ja auch in gewisser Hinsicht ein Sonderfall, weil es eben so eine kleine Minderheit ist und die wurde von vielen auch gern übersehen. Aber die Zeugen Jehovas tragen auch selbst eine gewisse Verantwortung, weil sie lange selbst das Thema verdrängt haben. Spielt auch eine Rolle. Und es gibt eine gewisse Entwicklung in der Wahrnehmung der Opfergruppe. Am Anfang war nur bekannt, also so pauschal gesehen, die Zeugen Jehovas wurden verfolgt. Punkt. Dann kam so langsam in die Öffentlichkeit, sie haben auch protestiert, Protestbriefe geschrieben, Flugblätter verteilt, den Hitlergruß abgelehnt. Das kam dann so langsam. Aber dieser Bereich, dass sie auch Juden unterstützt haben, der ja so bedeutend ist, der wurde übersehen, wenn ich das sagen darf. Es gibt einzelne Fälle, wir kommen gleich darauf zu sprechen, wo das natürlich schon bekannt war, aber nicht als besonderes Merkmal der Glaubensgemeinschaft, obwohl das ja so bedeutend ist. Welche Gründe das auch haben mag, ja? Ganz seltsam, also erst dieser Vorfall im NS-Dokuzentrum brachte jetzt ausgerechnet mich darauf, und das zu erforschen und jetzt dieses Buch herauszugeben. Und selbst Professor Benz hat bei der Veranstaltung in München erwähnt, dass er vor 20 Jahren ein Riesenprojekt geleitet hat, wo es um Hilfe für Juden ging. 7 Bände war das Ergebnis und er sagte, beschämend muss ich sagen, Zeugen Jehovas werden in diesen 7 Bänden überhaupt nicht erwähnt. Ja? Also selbst so eine wirklich professionelle Forschungsgruppe unter der Leitung eines bedeutenden Historikers ist darauf nicht gestoßen, als ein eigenes Segment. Ja? Okay. Und wie ist das Forschungsprojekt dann angenommen worden von der Öffentlichkeit? Das ist ja eine ganze Zeit lang im NS-Doku-Zentrum in München zu sehen gewesen, auch jetzt mit dem Buch. Also wie groß ist das Interesse der Öffentlichkeit? Hier sehen wir ja zum Glück, es sind interessiert viele Menschen. Wie ist so die allgemeine Erfahrung? Also man muss jetzt unterscheiden, die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum, 300 Monate 2018 bis 2019, da ging es nicht um die Unterstützung von Juden. Da ging es nur, in Anführungszeichen, um die Verfolgung und den Widerstand der Zeugen Jehovas. Und zwar aus der Sicht der Münchner Zeugen Jehovas, aber das kann man übertragen auf alle anderen Gebiete, weil die Stationen sind ja überall die gleichen. Und da war die Annahme wirklich sehr, sehr positiv. Die Süddeutsche Zeitung hat große Berichte gebracht, andere Zeitungen, der Bayerische Rundfunk, auch die Präsenz von Besuchern war enorm. Es war
Es wurde nicht gezählt, das ist das Problem, weil man nicht differenzieren konnte zwischen der Sonderausstellung und der allgemeinen Ausstellung. Aber die Wahrnehmung, wie ich sie hörte, war die, dass diese Ausstellung zu den zwei meistbesuchten Manneskogo-Zentren gehörte. Also das ist dieses Thema. Was dieses Buch jetzt betrifft, ist die Resonanz sehr positiv, muss ich sagen. Also ich mache da sehr schöne Erfahrungen, es kommen sehr schöne Feedbacks. Und es sind auch einige Häuser, wie erfreulicherweise auch bei Ihnen, bereit, das Buch vorzustellen. Mhm. Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Resonanz. So, dann haben Sie den Entschluss gefasst, das Buch zu schreiben. Wie haben Sie es aufgebaut? Wie haben Sie den Aufbau des Buches gestaltet und wie haben Sie auch überlegt, welche Themen in welcher Reihenfolge kommen sollten tatsächlich? Also ist da eine Gewichtung drin oder? Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich habe natürlich viel Gedanken gemacht, wie ich das Buch aufbaue. Und also nach dem, wie ich meine, bedeutenden Geleitwort von Herrn Professor Benz, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er dazu bereit war, habe ich ein Vorwort geschrieben und da kann ich nur sagen, das sollte man nicht überschlagen. Das Vorwort ist gewissermaßen, vermittelt ein gewisses Verständnis für das Buch. Wenn man das überschlägt, dann wird man einige Dinge gar nicht richtig einordnen können. Und im Vorwort sind folgende Aspekte wiedergegeben. Also einmal, wie kam ich dazu? Das habe ich jetzt eben schon berichtet. Insofern, das wissen Sie jetzt schon. Aber auch zur Recherche habe ich einiges geschrieben, was auch wichtig ist. Und der Titel des Vorwortes, Wenige unter Wenigen. Ja, das erläutere ich auch, aber ich sage ganz kurz, was damit gemeint ist. Wenige unter wenigen heißt, es gab nur wenige, die damals Juden unterstützten. Ja, ich kann das mal schauen, ob ich das hier finde. Und zwar Dagobert Levin, der hatte was Interessantes geschrieben, und zwar, ich sage es so sinngemäß, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, dass also er damals als Jugendlicher in Berlin die Erfahrung machte, so als die Judendiskriminierung begann, dass man ihm aus dem Weg gegangen ist. Also er ist als Jugendlicher durch die Straße gegangen, Leute, die ihn früher kannten, dort wo er lebte, die haben dann die Seite gewechselt, haben ihn nicht angeschaut. Er sagte also, man war wirklich unerwünscht. Das Zitat habe ich hier drin, ich habe es nicht gleich gefunden, das war nicht schlimm. Und also das zum Vorwort. Also es waren die breite Öffentlichkeit hat die Judenpolitik der Nazis unterstützt. Ja? Aktiv oder zumindest in der Form, dass sie weggeschaut haben und das passiv unterstützt haben. Also bei 80 Millionen Deutschen waren es mehrere 10.000, die die Juden unterstützt haben. Und das ist in Relation natürlich extrem wenig. Und jetzt kommt der Gedanke, unter diesen mehreren 10.000 waren natürlich die Zeugen Jehovas wiederum nur eine verschwindend kleine Gemeinschaft. Also dass hier nicht der Eindruck vermittelt wird, die Zeugen Jehovas waren das hier die großen Judenretter, das soll nicht hier vermittelt werden. Sie hatten als Gemeinschaft eine ganz klare Haltung, nämlich keine Unterstützung des Antisemitismus, was eben dazu auch führte, dass sie hier und da halfen, sogar auch Juden versteckten. Aber in der gesamten Szene der Judenunterstützung, in mehreren 10.000, spielten die Zeugen das nur eine untergeordnete Rolle. Das muss man also ganz offen hier ansprechen. Es war ja nur eine kleine Gemeinschaft mit 25.000 aktiven Bibelforschern damals. Also kann man sagen, prozentual, wie viele? Kann man nicht sagen. Nein, es ist ja selbst diese mehrere 10.000, das ist ja auch schon allein sehr, sehr schwierig. Ja. Aber weiter zum Aufbau zu Ihrer Frage. Also jetzt bin ich ja gerade erst beim Vorwort. Das erste Kapitel, da geht es um die Haltung der Religionsgemeinschaft. Ja, man muss ja unterscheiden, es gab ja Katholiken, die Juden unterstützt haben. Ja, aber das steht nicht für die katholische Kirche. Und deshalb hier das eigene Kapitel, wie stand die Religionsgemeinschaft dazu? Und da wird also eine ganz klare Botschaft vermittelt, die Gemeinschaft als Ganzes hat den Antisemitismus nicht unterstützt, ja, sondern hat die Juden als ganz normale Mitmenschen betrachtet. Und die anderen Kapitel gehen jetzt auf Einzelbeispiele ein, also zum Beispiel Hilfestellungen für entrechtete jüdische Mitmenschen. Hier sehen wir den Gustav Bock aus Heidelberg, ein Ingenieur, und er gehört einer Studentenbewegung an.
Und als dann die Entscheidung getroffen wurde, jüdische Mitglieder dieser Studentenbewegung auszuschließen, hat er protestiert. Hat er sein Protestschreiben verfasst und hat darum gebeten, das nicht zu machen. Und als es missachtet wurde, sagte er, ich möchte kein Glied mehr dieser Studentenverbindung sein und ist ausgetreten. Ja, er ist im KZ gestorben, weil natürlich noch andere Handlungen dazu kamen. Also er hat seine Haltung mit seinem Leben bezahlt. Das ist nur ein Beispiel, es gibt viele, viele weitere. Also das ist so diese Hilfestellung im täglichen Leben. Ein Beispiel der Gustav Bopp. In dem Buch befinden sich noch viele weitere. Kommen wir vielleicht auch später darauf zu sprechen. Dann ein weiteres Kapitel, Mitmenschlichkeit in Konzentrationslagern. Also wer von Häftlingen hört oder liest heutzutage, die Konzentrationslager waren Orte von Menschen, die unglaublich nervlich belastet waren. Denn dort zu leben, das war ein Gräuel. Ja? Und die haben viele Probleme mit sich selbst gehabt und konnten nicht jetzt auch noch auf andere achten. Und jetzt ist die Besonderheit, dass die Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern bekannt waren dafür, dass sie anderen Mut machten, anderen Hoffnung vermittelten, sogar ihr Brot mit anderen teilten. Da gibt es viele Berichte von eben auch von jüdischen Häftlingen, die das bestätigen. Und das ist dieses Kapitel, sehr berührend, das zu lesen. Dann zwei Kapitel mit dem Begriff Gerechte unter den Völkern. Yad Vashem, die jüdische Gedenkstätte in Jerusalem, die ehrt Menschen, die keine Juden sind, aber die damals Juden gerettet haben, nach gewissen Kriterien. Und darunter waren auch einige Zeugen Jehovas, und die habe ich hier mit aufgenommen. Aber ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe also auch solche Zeugen Jehovas hier berücksichtigt in den beiden Kapiteln, einmal Deutschland, einmal die besetzten Gebiete, die nicht offiziell geehrt wurden. Zum Beispiel wurde ein Jude gerettet von einem Zeugen, was der Arzt war, der die Hilfe bekam, die er benötigte. Und er sagte noch, das war mein Lebensretter. Aber er erwähnt nicht den Namen des Zeugen Jehovas. Also kann er natürlich nicht geehrt werden. Und das ist für mich jetzt kein Kriterium, also gehört er auch damit rein. Das ist so der Gedanke, warum habe ich jetzt auch noch weitere berücksichtigt. Ja? Ich bin einfach nach den Kriterien vorgegangen, also oder besser gesagt, nach den Kriterien hat jemand einen Juden das Leben gerettet, dann gehört er hier mit rein, wenn das nachgewiesen ist. Das ist der Gedanke. Dann gehört er ja auch zu diesen Gerechten unter den Völkern. Genau, vielleicht kurz als Ergänzung, dass, ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, die Idee von Gerechte unter den Völkern. Die bekannteste Person, die damit geehrt wurde, war Oskar Schindler. Das ist wahrscheinlich ein Name, der den meisten von Ihnen ein Begriff ist. Der sehr viele Menschen gerettet hat, die Idee dahinter ist, aber es ist völlig irrelevant, ob sie eine Person gerettet haben oder Hunderte. Und das geht eben auf den Gedanken zurück, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Der Grund ist tatsächlich nur die Qualifikation dafür, dass sie das bekommen, ist, sie haben ihr Leben uneigennützig aufs Spiel gesetzt, um einem anderen Menschen, der als jüdisch verfolgt wurde, zu helfen. Genau, das vielleicht so ein bisschen als Ergänzung dazu. Ja, sehr gut, vielen Dank. Dieser Begriff ist ja aus der Bibel, gerecht unter den Völkern, weitgehend nicht bekannt. Es gibt ja auch den Begriff Heiden oder Nationen. Also hiermit sind gemeint die Völker, die eben keine Juden sind. Ja? Also Gerechte unter den Heiden, könnte man sagen. Das ist so eigentlich der Begriff, der hier gemeint ist. Und die sollen geehrt werden als Besonderheit. Ja? Die Juden haben sich auch sehr abgegrenzt von den umliegenden Völkern. Und hier werden jetzt Personen geehrt, die Juden unterstützt haben. Das so noch als Nebengedanke. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der publizierten Kritik an der Judenverfolgung. Hier gibt es also eine Verbindung zum ersten Kapitel, weil dadurch deutlich wird, dass die Zeugen Jehovas damals auch die Judenverfolgung in ihren Publikationen kritisiert haben. Und die wurden weit verbreitet, international. Gibt es auch Texte, dass sich die Nazis daran sehr gestört haben, dass die Zeugen Jehovas den Ruf des Deutschen Reiches damals ganz schön belastet haben. Wenn jemand in den USA oder England oder wo auch immer jetzt eine Wartung gelesen hat und er hat gelesen, wie in Deutschland Juden behandelt werden, ja, dann war das natürlich nicht sehr schön für das Deutsche Reich. Und das wurde natürlich auch abgetan als Lüge, als Verleumdung. Ja. Also das ist ein eigenes Kapitel, wo berichtet wird über all die, oder ein Teil der Veröffentlichungen
insbesondere in deutscher Sprache, das war natürlich von besonderer Bedeutung, also Schriften, die in Deutschland dann herumliefen, herumgereicht wurden, hergestellt, nicht in Deutschland, in der Schweiz, aber oftmals hier dann vervielfältigt und dann, wie gesagt, auch in anderen Sprachen. Ja. Dann ein eigenes Kapitel über den Widerstand der Zeugen Jehovas, gehört irgendwie dazu, weil die Unterstützung von Juden oder die Ablehnung des Antisemitismus ist ja irgendwie einzureihen in den gesamten Widerstand. Und daher ein eigenes Kapitel. So hier und da blinkt auch die Haltung zur Judenthematik da auf. Dieses Kapitel habe ich genutzt, weil das ja ein endloses Kapitel ist oder wäre. Ich habe das Kapitel genutzt, um besondere Fälle aufzunehmen. Ja? Zum Beispiel das Kapitel von Günter Grass in seiner Autobiografie vom Häuten der Zwiebel, da hat er ein eigenes Kapitel einem Zeugen Jehovas gewidmet. Und das ist der Joachim Alfermann und darüber spreche ich zum Beispiel auch mit einem Foto dann von Günter Grass oder ein anderer Fall in Schongau in Bayern, wo auf einem, wo Soldaten als Helden geehrt werden, ein Denkmal. Und da hat der Bürgermeister vor 30 Jahren oder wann das war, Datum kann man ja nachlesen, hat er dieses Denkmal ergänzt um einen Zeugen Jehovas, der eben nicht als Soldat gestorben ist, sondern der gestorben ist, hingerichtet wurde, weil er eben abgelehnt hat, Soldat zu werden. Also etwas ganz Besonderes, also ich denke ein einmaliges Denkmal. In der Tat, ja. Und diesen Fall habe ich auch mit aufgenommen. Auch interessant die Geschichte in Verbindung mit diesem Bürgermeister, aber die muss ich jetzt nicht erzählen. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der Haltung der Zeugen Jehovas zu Juden im Laufe der Zeit. Überschrieben veränderte Wahrnehmung des Judentums, also die Haltung zu den Juden, zu jüdischen Mitmenschen war nicht immer gleich. Also Antisemitismus war nie da. Aber die Haltung hat sich verändert. Und das wird hier, finde ich, ist ein wichtiges Thema, wie so im Laufe der Zeit sich die Haltung verändert hat. Also die theologische Sichtweise auf das Judentum. Ja, dann auch ganz wichtig die Schlussbetrachtung. Die Frage, kann man nun Zeugen Jehovas der Nazizeit als Vorbilder betrachten? Es gibt also tatsächlich Historiker, die das in Frage gestellt haben. Und die habe ich mir in Anführungszeichen vorgeknöpft. Und habe das also hier in dem Kapitel mal behandelt. Und ich sage das ganz offen, Detlef Gabel, den ich sehr, sehr schätze, der ja auch eine große Bedeutung hat in der Aufarbeitung der Geschichte der Verfolgung der Zeugen Jehovas, den ich auch kenne, ich habe mit ihm dann Kontakt aufgenommen und habe diesen etwas kritischen Satz, den er da einmal festgehalten hat, mit ihm diskutiert. Und siehe da, er hat ihn korrigiert. Ja? Und jetzt in diesem Buch findet man jetzt die Korrektur. Ich stütze mich also auf eine E-Mail, die er mir geschrieben hat, und ich habe ihn gefragt, sind Sie einverstanden, dass ich das hier veröffentliche? Er sagte, ja, ist er. Ja. Also dieser Gedanke Vorbild, ja, nein, wo er sehr, ich würde sagen, einen Schritt zu weit gegangen ist, zu sagen, keine Vorbilder, Sie dienen nicht als Vorbilder, das hat er jetzt etwas anders formuliert. Findet man in diesem Buch. Gut. Dieses Kapitel geht dann so weit, auch in die Gegenwart hinein. Also wie werden jüdische Mitmenschen heute behandelt? Wie werden Zeugen Jehovas heute behandelt, die Rolle der Medien gehört irgendwie dazu, ist hier mit drin, kann man also auch einiges nachlesen. Ja, dann sollte man nicht schließen das Buch, wenn es mit dem anderen beginnt, denn es kommen noch Anmerkungen und in den Anmerkungen gehe ich zum Beispiel ein auf die Haltung der Zeugen Jehovas zu anderen Opfergruppen. Waren das jetzt nur die Juden, die fair behandelt wurden? Und das ist echt hochinteressant, ob Sinti und Roma, ob Homosexuelle, ob Ausländer, ob Kommunisten. Es gibt überall Beispiele des Zeugen Jehovas an diesem Grundsatz, jeder ist mein Nächster, festgehalten worden. Das ist also ein Teil der Anmerkungen, aber es gibt noch weitere interessante Anmerkungen, die es sich lohnt zu lesen. Das jetzt zum Aufbau des Buches. Ja, vielen Dank. Ja, gerade dieser Aspekt, der, was Sie ja so sehr betont haben, dass es eben... dass nicht zwangsweise alle Zeugen Jehovas deswegen Widerstand, also Widerstand schon, aber nicht in der Hilfestellung für jüdische Menschen waren, ist schon deswegen interessant, weil es tatsächlich auch ist, was uns in der Gedenkstättenarbeit sehr viel begegnet momentan. Also wir
erleben das zunehmend, dass Menschen auf uns zukommen und uns am Ende von Führungen sagen, ja, also weil meine Großeltern, die waren ja auch im Widerstand und die haben ja auch wen versteckt. Und bei uns gab es auch, da gab es eine doppelte Tür und da haben wir das und die haben das gemacht und die haben das gemacht. Tatsächlich, es gibt Umfragen, die sagen, dass bis zu 60% von Befragten der Meinung sind, dass ihre Vorfahren aktiv im Widerstand waren und Hilfestellung geleistet haben. Haben Sie eine Vorstellung davon? Was glauben Sie, wie viel Prozent ist tatsächlich belegbar? Wie viele Menschen waren tatsächlich aktiv in Hilfestellung und Widerstand beteiligt, prozentual? Überlegen Sie sich mal eine Zahl im Kopf. Ja? 7-8%. 7-8% ist sogar noch ein bisschen hoch. Genau, also wir reden eher so bei 1-2%, ne? In manchen Ecken ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist verschwindend gering. Und da sehen wir auch so eine Verschiebung, die natürlich gesellschaftlich stattfindet. Deswegen finde ich es umso wichtiger und interessanter, tatsächlich über Leute zu sprechen, die belegbar geholfen haben, über die wir bisher gar nicht gesprochen haben, um vielleicht auch so Ideen aufzubrechen, weil da deutlich wird, unter welcher persönlicher Entbehrung das auch stattfindet und unter welchem persönlichen Risiko das stattfindet. Haben Sie Beispiele, die Sie uns nochmal besonders... Ich habe, verzeihen Sie ein bisschen unsere technischen Probleme, meine Kollegin, die perfekt mit allem umgehen kann, ist leider an Grippe erkrankt und ich kämpfe hier so ein bisschen unbeholfen mit mir selber und scheitere an einigen Punkten. Ich habe eben das Bild hier einfach ausgewählt, damit Sie nicht immer auf diesen weißen Bildschirm gucken. Aber Sie haben ja noch andere Fotos mitgebracht. Gibt es andere Menschen, über die Sie uns was erzählen möchten? Also es gibt natürlich sehr viele, aber dafür soll man das Buch lesen. Da würde die Zeit ja nicht ausreichen. Aber vielleicht wechseln wir mal zum Teil zum nächsten Bild. Also das ist jetzt einer der das ist nichts. Der Martin Bertram, das ist richtig, ja? Ja. Das ist also jetzt eine Stele in Frankfurt, von der Stadt Frankfurt am Main, aufgestellt. Und das ist jetzt ein Fall, der also offensichtlich in die Öffentlichkeit auch getragen wurde. Der Martin Bertram war Bäckermeister, hatte also eine Bäckerei in Frankfurt. Und als er 1933, wie alle anderen Geschäfte, aufgefordert wurde, ein Schild in sein Geschäft im Schaufenster zu platzieren, dass dieses Geschäft, dass nur Deutsche einkaufen dürfen, mit anderen Worten Juden, ist das nicht erlaubt, hat er sich geweigert, dieses Schild dort aufzustellen. Weil er eben sagte, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich möchte keinen Anteil, das war ein Satz von ihm, ich möchte keinen Anteil am Tod von Juden haben. Ein Zeuge Jehovas. Ja? Also da ist also die Ablehnung des Juden, des Antisemitismus oder die Bereitschaft, Juden weiter mitmenschlich zu behandeln, also ganz offensichtlich. Aber es ging eben nicht so weit, dass man jetzt das als Kriterium der Gemeinschaft insgesamt betrachtet hat. Mehr erzähle ich jetzt nicht hier, da steht im Buch noch mehr. Wenn wir zum Bild 6, Elisabeth Hedicke, wechseln, eine Berlinerin und wie man hier sieht, eine Krankenschwester. Hier ist sie schon etwas älter, sie hat in jungen Jahren, in ihren 20er Jahren, in ihrem Haus Juden versteckt. Dafür gibt es allerdings nur einen einzigen Beleg, denn sie kam ins Gefängnis und in der Urteilsbegründung hieß es, sie hat Juden und andere Antifaschisten versteckt. Das ist der einzige Beleg, aber über ihr Leben gibt es dann noch sehr wohl weitere Informationen, die in diesem Buch auch dann vorhanden sind. Dieser Tätige aus Berlin. Dann ein Bild weiter. Das ist der Fall, den Sie in Ihrer Ankündigung erwähnt haben, nämlich der Dagobert Levin. Okay. Das ist sein Ausweis 1947, als er in Feldafing bei Starnberg als Displaced Person für 3 Jahre untergebracht war. Seine Geschichte, er lebte in Berlin. Eines Tages wurden seine Eltern deportiert, die hat er nie wieder gesehen. Die sind dann in einem Vernichtungslager ermordet worden. Er war der einzige Sohn, war dann allein in der Wohnung in Berlin. Aber nur 3 Monate. Eines Tages kam er nach Hause, nach seiner, da hat er die Lehrstelle, kam wieder abends nach Hause von der Arbeit und fand dann an der Tür einen Zettel vor, er möge die Wohnung endgültig bis morgen 10 Uhr räumen. Für ihn, was es für ihn als Juden 1942 bedeutete, kann er sich vorstellen. Also hätte er sie nicht geräumt, wäre das auch sein Tod gewesen. Er hat sofort verstanden, worum es ging. Und
hat die Wohnung sofort verlassen und jetzt musste er, also 3 Jahre, musste er zusehen, eine Bleibe zu finden. Und er hat erlebt, wie schwer das war. Also als jüdischer 19-Jähriger damals und dann 2021 war das unglaublich schwer. Er fand nicht immer Stellen, wo er unterkam, was bedeutete, dass er auch mal irgendwo im Wald oder in, später dann in ausgebombten Häusern unterkommen musste, immer in der Angst, erwischt zu werden und ermordet zu werden. In der Reihe derjenigen, die ihn aufnahmen, war ein Ehepaar Stolze aus Berlin, die eine kleine Autowerkstatt hatten und dort konnte er 3 Monate bleiben und das waren Zeugen Jehovas. Er hat erst im Alter, mit weit über 80, kann es nicht genau sagen jetzt, seine Autobiografie geschrieben in den USA. Erst also nachdem er diese Zeit als Displaced Person überstanden hatte, ist er ausgewandert in die USA, hat eine Familie gegründet, hatte 5 Kinder und einer seiner Söhne hat eine CNN-Mitarbeiterin geheiratet und die ist dann später auf die Idee gekommen zu sagen, hier, lieber Vater, was du da erlebt hast, das sollte man wirklich festhalten. Und hätte sie das nicht gemacht, dann würden wir diese Geschichte auch nicht kennen. Woraus man schließen kann, es gibt viele, viele Geschichten aus allen möglichen Richtungen, die natürlich nicht bekannt sind. Aber seine ist dadurch bekannt und er erwähnt in seinem Buch sehr ausführlich diese Geschichte mit der Familie Stolze, wie er da aufgenommen wurde, wie freundlich er behandelt wurde, wie die ihn unterstützt haben, damit er auch nicht entdeckt wurde. Die Werkstatt wurde dann requiriert eines Tages nach 3 Monaten und damit musste er leider diesen Platz verlassen. Aber interessant, der Herr Stolze, der Zeuge Jehovas, hatte gleich einen Zettel dabei, wo er dann als nächstes unterkommen konnte. Und das war auch ein Zeuge Jehovas. Aber dort nicht im Sinne von übernachten, sondern im Sinne von arbeiten. 7 Tage, 12 Stunden, was aber unglaublich wichtig war. Er konnte dort arbeiten. Aber nachts musste er sehen, wie er dann unterkam. Aber das hat ihn dann weitere Monate gerettet. So ein kleiner Nebengedanke, dieser Mann, bei dem er dann war, Oskar Klimt heißt er in Berlin, der, so schreibt er in seiner Autobiografie, und die ist sicherlich glaubwürdig, der arbeitete für die Rüstungsindustrie. Ich erwähne das ganz bewusst, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ja? Es gibt kein Schwarz-Weiß. Dieser Zeuge Jehovas unterstützte einen jüdischen Jugendlichen, aber aus irgendwelchen Gründen hat er offenbar kein Gewissensproblem gehabt, zu sagen, in einer Fabrik zu arbeiten, wo auch Rüstungsgegenstände im weiteren Sinne hergestellt werden, da hat er offenbar kein Problem. Ich sage das ganz bewusst, um nicht den Eindruck zu vermitteln, es ist alles nur schwarz-weiß und Zeugen Jehovas haben auf Knopfdruck funktioniert, das ist nicht der Fall. Es gibt viele Schattierungen in alle Richtungen, aber der Gesamtblick, der ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist ja eigentlich auch das, was die Geschichten interessant macht. Richtig. Ecken und Kanten und wenn irgendwo mal was abweicht, weil es tatsächlich, Menschen sind keine Schablonen und wir alle wissen nicht, wie wir uns verhalten würden unter bestimmten Umständen. Ne? Ja. Also das ist eine Aussage, die ich immer schwierig finde, wenn Menschen mir entgegentreten und sagen, ja, also ich weiß genau, ich hätte das gemacht und ich hätte mich so verhalten. Ich immer sage, ich weiß das nicht, das ist ja, also, ne, das ist, und ich glaube, wir können uns auch nicht in diese Situation versetzen, von daher. Das ist richtig. Aber beeindruckend ist die Gesamtsicht auf die Gemeinschaft, auf jeden Fall. Die eben als Gemeinschaft eine ganz klare Haltung gehabt hat, die auch publiziert wurde. Und die Gläubigen haben sich nach bestem Wissen und Gewissen halt daran gehalten. Das ist nicht jedem gelungen, aber vielen ist es gelungen und das ist das Entscheidende. Gehen wir noch ein Bild weiter. Wir sind nochmal in Berlin. Franz und Emma Kunz. Hier ist es so, Franz Kunz war ein Zeuge Jehovas, Emma Kunz war nach jetzigem Kenntnisstand keine Zeugin Jehovas, aber ein sehr harmonisches Ehepaar. Und dieses Ehepaar hat gemeinsam, wenn man die Gedenktafel von der Stadt Berlin angebracht hier liest, sie waren stille Helden, die während des NS-Regimes allen Gefahren zum Trotz Menschen jüdischer Herkunft halfen. Einige versteckten sie, andere schützten sie, viele verdanken ihnen ihr Leben. Und das war eine Gemeinschaftsarbeit und die Emma Kunz hat später mal, habe ich gelesen, das Dokument habe ich, ist allerdings ein Zeitungsartikel, und demnach hat sie gesagt, dass ihr Ehemann als Nazi-Gegner, als Zeuge Jehovas, der Auslöser war, dass sie so gehandelt haben. Aber sie hat das sehr, sehr stark unterstützt. Ja? Also sie haben wirklich als Ehepaar gemeinsam gearbeitet. Also sehr beeindruckend, diese Tafel.
Und das nächste Bild zeigt, wer unter anderem von diesem Ehepaar versteckt wurde, eine Zeit lang. Das ist also keine geringere als Inge Deutschbohm. Das ist die Mutter der Gedenkstätte der Stillen Helden in Berlin. Also eine, wie sagte der Herr Professor Wenz, eine Ikone der geretteten Juden. Und die wurde also von einem Ehepaar, wo er Zeuge Jehovas war, versteckt gehalten. Und daher hat sie mit ihrer Mutter überlebt. Ohne diese wichtige Episode hätten sie nicht überlebt. Gut, dann machen wir noch ein Bild weiter. Sie sagen, wie viel Zeit wir noch haben zum Vorstellen von einzelnen Beispielen. Ein, zwei können wir noch machen. Okay, also das ist jetzt dieser Elie Buzin, den ich eben schon erwähnt habe. Eine Zeichnung, wie man hier sieht, weil ich leider die Rechte für das Foto nicht bekommen habe. Er war damals ein Jugendlicher und im KZ Buchenwald erfuhr er davon, dass seine Eltern in Auschwitz ermordet worden sind. 15 Jahre war er damals alt. Er war vorher selbst in Auschwitz und dort erkrankte er an Typhus. Und wenn man also im KZ als jüdischer Junge an Typhus erkrankt, dann war das praktisch das Todesurteil. Ja? Das schreibt er selbst in seinem Buch. Und er hatte das große Glück, dort einen Mithäftling kennenzulernen, ein Zeuge Jehovas, der Arzt war. Und er sagte, dass wäre überhaupt nicht zu erwarten gewesen, selbst Mithäftlinge, die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Also dieser Arzt, der Zeuge, was war wirklich eine Ausnahme, dass er sich die Zeit nahm und ihn also wieder auf die Beine brachte, gesundheitlich. Und er schreibt in seinem Buch, er hat also auch sehr spät erst seine Autobiografie geschrieben, wiederholt erwähnt er, diesem Zeugen Jehovas habe ich mein Leben zu verdanken. Er wurde dann selbst Arzt, kommt aus Polen, ist aber nach Frankreich ausgewandert, wurde Arzt und interessanterweise, seine Tochter wurde französische Gesundheitsministerin. Ja? Also eine besondere Geschichte. Im Buch werden noch einige Besonderheiten dieser Person erwähnt. Es entstand eine Freundschaft mit einem Patienten und das hat noch einiges ausgelöst. Wie gesagt, im Buch erwähne ich das noch. Gut. Wenn wir mal zu Bild 13 gehen und vielleicht als Abschluss. Das ist das hier? Nee, eins davor, das. Genau. Das ist das Buch Kreuzzug gegen das Christentum. Das wurde 1938 von den Bibelforschern herausgegeben in der Schweiz, in mehreren Sprachen. Und gedruckt herausgegeben von einem Verlag, dem Europa-Verlag, also nicht vom Eigenverlag des Zeugen Jehovas, war ja damals auch alles sehr schwierig. Und in diesem Buch sind zusammengetragen Dokumente, die aus Deutschland in die Schweiz damals geschmuggelt wurden, die eben belegen, wie die Situation in Deutschland war. Und hier wird ganz eindeutig auch die Judenverfolgung angesprochen. Hauptsächlich natürlich die Verfolgung der Zeugen Jehovas, aber auch die Judenverfolgung. Also ein ganz bedeutendes Buch, das lag in der Schweiz im Buchhandel, im Schaufenster. Ja, jeder konnte es erwerben. Es wurde auch in anderen Sprachen, habe ich erwähnt, übersetzt, bis die Schweiz auch kalte Füße bekommen hat und es verboten hat. Aber das war dann erst eine gewisse Zeit später. Hier gibt es auch noch eine weitere Besonderheit, eben habe ich ja schon Günter Grass erwähnt, Literatur-Nobelpreisträger. Ein anderer Literatur-Nobelpreisträger, Thomas Mann, hat das Buch vom damaligen Leiter der Bibelforscher Europas erhalten, Thomas Mann. Und war so beeindruckt, dass er ihm einen Brief geschrieben hat und sinngemäß gesagt hat, ein stärkeres Aufrütteln des Weltgewissens kann er sich nicht vorstellen, als es jetzt durch dieses Buch stattgefunden hat. Auch der Brief ist hier abgedruckt. So, das war jetzt so eine kleine abgerundete Beispiel von Geschichten. Als letzte Frage für unseren Teil würde ich doch gerne noch fragen, was konnten Sie rausfinden über, gab es bestehenden Austausch nach 45 zwischen der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas und der ja sehr kleinen, reduzierten jüdischen Gemeinde in Deutschland? Hat da was stattgefunden? Hat man in irgendeiner Form miteinander gesprochen oder hat man eher jeweils versucht, neu anzufangen? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also dass Zeuge Jehovas grundsätzlich gesprächsbereit sind mit anderen, ist ja bekannt. Aber ich möchte mal hier auf das Bild 4 kurz eingehen. Oder vielleicht 3 und 4. Erst Bild 3 und dann 4. Das ist also eine Familie aus Güstrow,
ziemlich nah an der Ostsee, die Familie Schubert. Und hier die Heni Schubert in der Mitte war eine Jüdin. Und die beiden Töchter, David Halbjuden oder Halbjüdinnen. Und mit der Süßen links stand ich in Kontakt, einige E-Mails ausgetauscht, habe von ihr auch einige richtige Briefe im Briefkasten bekommen. Und sehr beeindruckt ist sie auch, dass so ein Buch erschien und auch ihre Geschichte da drin ist. Sie berichtet mit ihrer Schwester, da gibt es also in Güstrow, in den Stadtchroniken gibt es Berichte aus ihrem Leben, und sie erwähnt verschiedene Familien von Zeugen Jehovas, die sie damals unterstützt haben. Mhm. Ja? Wo sie normal ein- und ausgehen konnten. Eine Frau Lange, also eine Zeugin Jehovas, wird von den beiden als eine Seele von Mensch bezeichnet. Die wurde dann sogar Tante Luise genannt. So eng war die Verbindung. Und das sagt einiges aus. Und jetzt mal ein Bild weiter. Das ist jetzt diese Luise Lange. Ich glaube, Luise war der Vorname. Und interessant ist jetzt der Sohn. Also der Sohn von Lange, ich habe den Vornamen jetzt nicht im Kopf. Da gab es auch Wilhelm, nach dem... Bitte? Wilhelm. Oh, super, sehr gut. Kann ich von dir aus jetzt nicht sehen. Wilhelm Lange. Da gab es also auch nach dem Krieg weiter Kontakte mit der Familie Schubert, obwohl die auch in die USA ausgewandert sind. Okay. Ja, die haben sich gegenseitig besucht. Es gibt einiges an Fotomaterial, was ich von diesem Mädchen, der Tochter von den Schuberts, erhalten habe. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung der Frage. Ja? Also da gab es dann schon noch weiter Kontakte. Was die Gemeinschaften betrifft, sind ja doch eigenständige Religionsgemeinschaften. Das Buch berichtet ja auch davon, dass es jüdische Gläubige gab, die aufgrund ihrer Erfahrungen dann Zeugen Jehovas wurden. Ja? Und es gibt auch Juden, die aufgrund ihrer Erfahrung einen hohen Respekt geäußert haben über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas. Auch hier festgehalten im Buch. Ich gucke jetzt einmal in die Menge, wir haben ja noch einiges vor uns. Aber wir haben für ein, zwei kurze Fragen, falls Sie direkte Nachfragen an Herrn Wilker haben, können Sie die gerne jetzt stellen, bevor Sie sie in der Stunde vergessen haben. Wenn es irgendwas Dringendes gibt. Ich gucke mal einmal rum. Alle sehen ganz zufrieden aus. Gut, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Geben Sie uns anderthalb Minuten Umbaupause und dann geht's weiter.